Weil unser Gespräch vorhin länger gedauert hat, müssen wir uns schon an dieser Stelle für heute von allen verabschieden, die via Dreisat dabei sind. Danke für Ihr Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. In der Schweiz wurden bis in die 1990er Jahre tausende Kleinkinder aus Asien, Südamerika und Osteuropa adoptiert. Wie man heute weiß, sehr oft illegal durch Menschenhandel und mit gefälschten Dokumenten. Eine große Studie dazu hat vor einigen Monaten die Schweiz schockiert und seither wurde bekannt, dass es offenbar noch viel mehr Fälle gab als vermutet. Die damals quasi importierten Kinder sind heute erwachsen und oft auf der Suche nach ihren leiblichen Eltern, doch mit wenig Chancen, sie zu finden. Aus der Schweiz Marion Flatzmeser. Zwei Fotos und ein Pass. Celine als Baby. Spärliche Erinnerungen an ihre Geburt in Sri Lanka im September 1982. Als Adoptivkind in der Schweiz aufgewachsen, will sie ihre Wurzeln finden. Mein Name ist Celine Fessler. Ich bin seit etwa 10 Jahren auf der Suche nach meinen Wurzeln. Celine Fessler hat mehrfach in Sri Lanka nach ihrer Mutter gesucht. Aber niemand ist unter dem Namen, der in der Geburtsurkunde steht, registriert. Auch ein Besuch im Spital, wo sie geboren ist, hat sie kaum weitergebracht. In meiner Geburtsurkunde, die ich erhalten habe, war kein Vater registriert. Und im Spital dann schon. Und dann natürlich auch eben in der Schweiz musste man mindestens 6 Wochen alt sein, bevor man überhaupt adoptiert werden konnte. Und ich war 3 Wochen alt, als ich in die Schweiz kam. Aber wenn dann so viele Fragezeichen im Raum stehen, ich glaube, das hat mich dann so getriggert, weil es keine Antworten gab. War sie ein gestohlenes oder verkauftes Baby? Nichts ist ausgeschlossen. Denn zwischen 1970 und dem Ende der 1990er Jahre waren dubiose Praktiken gang und gäbe in den 11 Ländern, in Südamerika, Asien und Osteuropa, aus denen Schweizer Ehepaare tausende Kinder adoptiert haben. Die Schweizer Behörden wurden von ihren Botschaften über illegale Praktiken informiert, ohne Konsequenzen. Erst in den letzten Jahren ist dieser Skandal grob aufgearbeitet worden. Tiefergehende Studien, Fehlanzeige. Nadja Ramsauer und ihr Team konnten zumindest die Unterlagen in den Bundesarchiven durchforsten. Ich würde nicht sagen, oder, dass sie einfach die Augen zugemacht hatten, sondern sie hatten schon auf Probleme hingewiesen. Aber jede dieser Behörden, der Botschaft und dann die Kantone sahen sich einfach nur für ihren Bereich als zuständig. Und das hat zu Problemen der Kompetenzdiffundierung geführt, würde ich sagen. Und es ist sicher auch mit Problemen der Aufsicht verbunden. Inzwischen sind die Kompetenzen beim Justizministerium gebündelt worden. Die Schweizer Regierung bedauert das damalige Behördenversagen. Eine finanzielle Entschädigung steht für den Bundesrat nicht im Vordergrund. Es geht wirklich hier darum, dass wir erstens für die individuellen Betroffenen, dass wir die Herkunftssuche stärken können und zweitens, dass wir eben schauen, dass sich in der Zukunft diese Fälle nicht mehr produzieren können. Doch wer hilft den Betroffenen bei all ihren Fragen? Nur für illegal Adoptierte aus Sri Lanka gibt es eine Anlaufstelle, für die auch Celine Fessler arbeitet. Nächstes Jahr ist die Finanzierung aber nicht mehr gesichert. Also, Entschuldigung, verstehen Sie Schweizerdeutsch, wenn ich... Es ist wichtig, dass die Menschen, die Fragen haben, dass sie diese auch stellen können. Weil in der Vergangenheit wurden diese Fragen einfach ignoriert oder sie wurden gar nicht beantwortet, weil man ja gesagt hat, sei doch einfach froh, dass du hier bist und dass es dir gut geht. Ob sie selbst jemals mehr über ihre biologischen Eltern erfahren wird, steht in den Sternen.